Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Kau mal hier zu unserem beliebten Format. Bisa, 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 Bisa und Bisa! Und Yoshi. Ne, wenigstens hast du auch was Grünes an, sonst wird es dir ja negativ ich, auffallen. Falle nicht aus der Reihe. Nein, wir befinden uns natürlich nach wie vor bei Yeah oder Bäh. So ist es. Und wir haben hier schon so ein bisschen Gläschen aufgestellt. Das heißt, es wird wahrscheinlich was Flüssiges sein. Super. Das wäre lustig. Nein, wir haben was, auch aufgrund dessen, dass die Bisasams hier sind, könnt ihr sehen, es gibt heute ein pflanzliches Produkt, insbesondere ein pflanzliches Ersatzprodukt. Und zwar haben wir hier von Bärenmarke, warum haben wir keinen Bär hier sitzen, ohne Mu, pflanzlichen veganen Kakao auf Haferbasis. Genau, also Bärenmarke macht eben jetzt auch Haferdrinks, beziehungsweise nennen sie es halt ohne Mu. Ne? Es gibt halt einen 1,5, einen 3,8. Mal gucken, ja genau. Und diesen Kakao. Und ich glaube, es gibt noch einen Eiskaffee. Den hatten sie aber da nicht, wo ich das gekauft habe. Also ich habe das jetzt von Penny. Und ich glaube, das war in der Aktion. Es war jetzt reduziert für einen Euro zu haben. Kostet aber, dachte ich, sonst 1,50 oder sowas. Und genau, da gab es eben den Kakao und die Milch und deswegen habe ich hier mal den Kakao mitgebracht. Sonst hätte mich auch Eiskaffee noch interessiert. Ja, das ist richtig, aber ich bin schon mal gespannt. Ich trinke ja gerne mal einen Kakao, aber es muss hohe Messlatten, ja sagen wir mal, also es ist ungekühlt und ungeöffnet, 18.01.24 mit der Haltbarkeit und wie wir es alle hassen, das ist halt total dumm, die Erfindung. Na gut, aber wir schenken mal ein, wir wollen ja nicht. Alter, da kommt aber schon ziemlich mehr? Oder nee, erstmal nicht. Shit, hier weiter. Der kommt schon ziemlich dickflüssig aus der Verpackung, finde ich. Also noch ein bisschen mehr und man könnte das einfach auch als Schokopudding bezeichnen. So. Aber riecht sehr kakaoig. Na? Hat auch, wenn ihr es jetzt sehen könnt, eine sehr schöne Farbe. Also es sieht nicht blass oder so aus. Und wie gesagt, vielleicht so ein bisschen mit Vanillesoße, mit einer dünnen Vanillesoße von der Konsistenz zu vergleichen. Das könnte sein, so dünn wäre die Vanillesoße jetzt nicht mal. Er ist jetzt ja eisgekühlt bei uns. Zum Glück. Das wusste ich doch. Auf der Zunge finde ich ihn gar nicht so dick, wie er aussieht beim Ausschenken und in der Tasse. Nö. Aber auch nicht wässrig. Soll ich mal anfangen? Du willst noch ein bisschen weiter kosten? Ja, gerne. Also ich finde, er schmeckt sehr schön schokoladig. Also es gibt ja auch so ganz günstige Kakaos. Ich kaufe selten Kakao seit Jahren, sag ich mal. Ich mache den selber. Aber früher kann ich mich noch erinnern, da gab es oft mal so Kakaotrinkpäckchen. Die waren halt irgendwie so wässrig. Also das hat eigentlich nur süß, aber noch Kakao gar nicht geschmeckt. Und wir hatten es ja am Wochenende auch bei dem Kaba-Pulver oder was das war. Ja. Das hat auch dann einfach nur süß, aber nicht schokoladig geschmeckt. Hier finde ich, man schmeckt wirklich diesen Kakaoanteil gut raus. Also das mag ich sehr gern. Er hat so einen kleinen Nachgeschmack, wo man vielleicht merken kann, wenn man es weiß, dass es kein Kakao, also keine Kuhmilch ist. Wenn man es nicht weiß, könnte man sich vielleicht fragen, was ist an dem Kakao dran, dass es so ein bisschen anders schmeckt, als man es gewohnt ist. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finde ich den wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Kann man gut trinken. Möchtest du schon eine Punktbewertung haben? Ich bin jetzt kein großer Kakaotrinker. Ich würde dem jetzt aber, denke ich, so eine 4 würde ich ihm geben. Okay. Ja, also ist lecker, man kann es kaufen, wenn man Kakao halt gerne regelmäßig trinkt, dann sicher auch warm lecker. Jo. Also ich muss auch sagen, sehr positiv überrascht. Ich trinke ja gerne meinen Kakao, zwar viel zu selten, aber wenn, dann gerne. Jetzt hätten wir welche. Ich muss auch sagen, tatsächlich ist es hier okay, dass es Haferbasis ist oder so. Haferdrink! Genau. Weil nicht, also wenn ich jetzt eine normale Milch habe und einen Ersatz für Milch, dann kann der Ersatz halt sich irgendwo für mich persönlich, wir hatten es ja schon mal getestet, aber in den meisten Fällen irgendwo ganz tief unter der Erde vergraben, weil einfach dieses Hafer
Weizen, was weiß ich, was Geschmack vollkommen was anderes und für mich auch eklig ist. Darf ich da kurz was dazwischen sagen? Das habe ich dir doch letztens erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da Kaffee trinken war. Auf jeden Fall habe ich mir einen Latte Macchiato bestellt und habe dann die ganze Zeit über so gedacht, irgendwie schmeckt der komisch. Und ich habe überlegt und überlegt und überlegt. Und dann ist mir irgendwann so bei den letzten zwei, drei Schlucken aufgegangen, der ist ja mit richtiger Kuhmilch, das ist ja keine Hafermilch. Also ich trinke eigentlich seit Januar. Wir haben jetzt Spätsommer. Also September. Ich hoffe, es kommt jetzt noch im September das Video. Und ich trinke also seit Januar, seit wir auch den ersten großen Milchtest gemacht haben, eigentlich nur noch Pflanzentrink und keine echte Milch mehr. Das habe ich komplett umgestellt. Und ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt, dass mir jetzt ein Latte Macchiato mit Kuhmilch einfach schon eigenartig schmeckt. Und auch, wo wir am Wochenende eben auf Geburtstag eingeladen waren, die Kondensmilch im Kaffee hatte auf einmal für mich, obwohl es nur ein kleiner Schluck war, so einen penetranten Geschmack. Das war richtig eigenartig, das habe ich gar nicht erwartet. Ja, das. Also, wenn du dich umstellen würdest, wird es dir vielleicht irgendwann auch so gehen, dass du dich halt daran gewöhnst. Das ist ja alles eine Gewöhnungssache. Der Vorteil für mich ist, das wird nicht passieren. Warum ist das Aber ein Vorteil? tatsächlich, der hier ist wirklich okay. Also der, durch diesen schönen schokoladigen Geschmack, was er wirklich sehr gut macht, muss man sagen, ist es erträglich. Also es ist nicht so, dass du diesen Eigengeschmack so arg rausschmeckst. Das ist halt einfach wirklich schön schokoladig. Konsistenz ist vollkommen okay, nicht zu dünn, nicht zu dick. Und ja, insgesamt wirklich super und muss ich sagen, absolutes Ja mit einer 4,0 bis 4,5 ist das vollkommen okay. Das Pisa mag es. Ich sag mal, ich habe jetzt nicht so den Vergleich zu normalen mit Kuhmilch angerührten Fertigkakaos, weil ich meistens Pulver selber reinschmeiße ins Glas oder in den Becher und dann mische. Aber trotzdem, für das, was es sein will, absolut top. Also muss ich sagen, sehr gut. Also, weil du das gerade sagst, das ist eben auch sowas, was ich auch persönlich finde, dass ein Fertigkakao eigentlich ein ziemlich unnötiges Produkt ist. Weil, wie du sagst, man kann sich das halt selber frisch anrühren und dann Ja. kannst du halt auch die Konzentration des Kakaos noch so ein bisschen steuern. Richtig. Ha. Aber es gibt genug Leute, die das sehr gerne trinken und da ist das eine Alternative. Wenn ich einen Eiskaffee bekomme, kaufe ich den auf jeden Fall auch nochmal, weil der würde mich tatsächlich noch so ein Ja. bisschen mehr interessieren. Möchtest du noch Ach so, wir können nochmal ganz schnell schauen. Wenn er aufgemacht ist, ja, cool. Gekühlt aufbewahren und rasch aufbrauchen. Also ja, normalerweise hält sich ja so Hafermilch teilweise schon so eine Woche. Also steht meistens kürzer drauf, aber ich habe es jetzt die letzten Monate getestet und ich komme eigentlich, eine Woche hält es schon im Kühlschrank, wenn es durchgehend kühlt. Ja, dann hätten wir hier enthalten Hafergetränk mit Kakaogeschmack, ultra hoch erhitzt. Da wären drin Wasser, 9,7% Hafer, Zucker, 1,6% Kakaopulver, gar nicht mal so viel, Sonnenblumenöl, Meersalz und als Stabilisator Gelan und Guarkanmehl, weshalb es auch wahrscheinlich so ein bisschen dicklich wirkt optisch. Natürliches Aroma ist noch mit dabei und es kann andere, also Spuren von anderen glutenhaltigen Getreide enthalten. Es gehört eben zu Bärenmeuge, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt hat der kleine Braunbär auch ein passendes Getränk. Ist richtig, also ist Na? ja. Nichts geht über Bärenmarke. Naja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben. Ich weiß Ja. ja nicht, wie so die restliche Firma Bärenmarke einzuschätzen ist, aber Ich hatte schon lange nichts mehr, also lieben ich. das. Früher war das, glaube ich, so ein großes Ding. Also Ja, ich also kenne es gerade noch so. Kaffeesahne Ja, war genau. eigentlich Und ist so früher in den mal. 90ern, wo ich noch klein war, haben Da das meine wurde ja auch Omas viel viel Werbung verkauft. gemacht dafür. Ja. Das ist, denke ich, jetzt auch nicht mehr ganz so extrem die Marketingkampagne. Glaube ich auch nicht. Aber Hat nö, sich etabliert. richtig, vollkommen okay. Und schreibt uns gerne auch, ob es von anderen Herstellern noch irgendwelche Kakao-Gemische kennt, irgendwie die sehr gut sind. Auch gerne wieder vegan. Und auch gerne mit echter Milch. Auch. Nein, ist aber immer mal gut, wenn man dann einen Vergleich auch hat. Weil, wie gesagt, ihr müsst ja grundsätzlich wissen, wir probieren halt viel. Ich bin aber trotzdem dann eher noch so, dass ich auf dem Original bleibe. Und bei dir hat es doch tatsächlich schon an einigen Stellen Also so, seit Januar schon sehr stark, würde ich dass du sagen. da doch sagst, okay, immer mal auf die Alternative zurückgreifen.
Das ist ja auch immer so die Frage, überzeugt dich das Ganze von dem, was du kennst? Bringt es dich vielleicht sogar ab davon? Ich Das ist habe im halt immer so eine Endeffekt Sache. all das, was ich gut und unproblematisch ersetzen kann, weil ich eine leckere, für mich funktionierende Alternative gefunden habe, habe ich umgesetzt. Wo es bei mir einfach noch hapert, ist sowas wie Quark oder Körniger Frischkäse, das ich auch ganz gern mal esse. Da habe ich noch nichts Leckeres und vor allen Dingen auch tatsächlich aktuell für mich preislich Das Passendes, ist ja auch immer da die ich Frage. aktuell eine Umschulung mache und jetzt nicht im Geld bade. Da habe ich noch nichts gefunden. Aber wenn da was rauskommt, bin ich da offen. Frischkäse habe ich super leckeren gefunden. Salami. Normalen Käse habe ich tatsächlich auch recht guten gefunden. Bei Kaufland oder bei Lidl gibt es da leckere Varianten. Und so Fleischersatzprodukte, da gibt es ja so viel. Tofu kaufen wir jetzt regelmäßig und ich kann ihn auch endlich lecker zubereiten. Also es ist, denke ich, für jeden mal ein Versuch wert, sowas auszuprobieren. Und wenn ihr einfach ein paar Sachen umstellt, die halt vielleicht für euch eben lecker sind, wo man sagt, da kaufe ich halt zum Beispiel, das ist halt was Einfaches. Einfach sagen, ich kaufe halt zum Beispiel Haferdrink, wenn es euch nicht so stört, statt halt normaler Milch. Und dann ist es ja schon mal besser, als wenn man gar nichts macht, würde ich sagen. Insofern, was auch sehr zu empfehlen ist, wo ihr eigentlich mittlerweile fast nichts mehr falsch machen könnt, Burger-Patties. Vegane Burger-Patties. Da gibt es so gute. Wir hatten eins mit Hähnchen und du hast es nicht Nein, rausgeschmeckt. da habe ich es tatsächlich Das nicht war gemerkt. ultra lecker. Also es war kein Hähnchen drin, es war Hähnchen-Style. Es war so gut und Statt einem ja. Hähnchen musste eine Pflanze sterben. Yay! Nein, nein, du nicht. Ja. In dem Sinne, ja, wie gesagt, gerne Meinungen da lassen und natürlich auch Däumchen und den Abo-Button klicken nicht vergessen, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder und da freuen wir uns drauf. Richtig. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, kaut rein!